Christian Dürr hat das Wort für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet die Tagespolitik in einer Weise, wie man sie sich nicht hätte vorstellen können, nicht vorstellen wollen, meine Damen und Herren. Die Menschen in der Ukraine kämpfen um ihre Freiheit, und viele verlieren dabei ihr Leben. Der Freiheitskampf der Ukraine, der steht für die Werte Europas, für die Werte Deutschlands und für unsere Freiheit. Es ist Wladimir Putin, der fundamentale Werte infrage stellt und das auch schon über einen sehr langen Zeitraum getan hat, meine Damen und Herren. Wir müssen uns daher auch die Frage stellen, wie es dazu kommen konnte und wie wir in Europa widerstandsfähiger gegen Freiheits- und Demokratiefeinde werden. Sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer eigenen Gesellschaft gilt genau das. Dieser Krieg, den die russische Seite begonnen hat, den Wladimir Putin begonnen hat, der betrifft uns alle in Europa. Der betrifft uns alle. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für unsere Freiheit. Das dürfen wir, meine Damen und Herren, diesen Menschen nie vergessen. Und der Westen, Europa, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten von Amerika, die NATO, der Westen steht geschlossen und hat bereits harte Sanktionen verhängt. Die Finanzreserven der russischen Notenbank wurden eingefroren. Der Rubel ist um über 40% gefallen. Und mehr als 400 westliche Firmen haben Russland bereits verlassen und den Rücken gekehrt. Wir wissen, dass wirtschaftliche Sanktionen den Krieg nicht von heute auf morgen beenden werden, leider. Deswegen ist es richtig, dass wir uns für Waffenlieferungen entschieden haben, meine Damen und Herren. Wir liefern Waffen in ein Konfliktgebiet aufgrund einer absoluten Ausnahmesituation. Damit bricht diese Regierungskoalition mit einem Tabu vorheriger Bundesregierung. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Ich halte diese Entscheidung für ausdrücklich richtig, meine Damen und Herren. Und hier geht es auch um die Frage, Verantwortung zu übernehmen. Ich höre immer wieder, der Bundeskanzler, Herr Merz sagte vorhin so etwas in einem Nebensatz, der Bundeskanzler sei nicht laut genug. Vor zwei Wochen habe ich gelesen, lieber Herr Kollege Merz, dass Sie als Unionsvorsitzender über ein Eingreifen der NATO in diesen Konflikt spekuliert haben. Herr Merz, das ist nicht nur fahrlässig, das ist verantwortungslos. Hätten Sie besser geschwiegen, Herr Merz? Hätten Sie da besser geschwiegen? Verantwortungsvolles Handeln gilt auch in Bezug auf unsere Streitkräfte, meine Damen und Herren. Das ist in den Reden gesagt worden. Wir stellen als Ampelkoalition ein Sondervermögen bereit in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Ausstattung und zur verbesserten Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit unseres Landes. Und ich sage das an dieser Stelle in aller Deutlichkeit, weil auch das geht leider manchmal in der Tagespolitik unter. Wir sind es den Soldatinnen und Soldaten schuldig, dass wir an dieser Stelle handeln. Denn die Stärke der Bundeswehr, sie darf nicht gefährdet sein, meine Damen und Herren. Und wir alle kennen die Zahlen. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verteidigungsausschuss, ich habe das im Haushaltsausschuss in der vergangenen Wahlperiode gesehen, wir kennen die Zahlen und wissen, wo die Probleme liegen. Wir können keine weiteren Abstriche bei der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zulassen. Es geht um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, aber vor allem um die Frauen und Männer, die bereit sind, hier in Deutschland ihr Leben für unsere Freiheit zu riskieren. Hinter unseren Soldatinnen und Soldaten müssen wir jetzt insbesondere stehen in dieser dramatischen sicherheitspolitischen Situation in Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, Herr Merz hat das ja getan. Da ist der Rückblick auch notwendig. Das teile ich. Ich teile aber ausdrücklich das, was die frühere Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamm-Karrenbauer vor einigen Tagen gesagt hat. Sie sagte, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Herr Merz, Sie hatte recht.
Die Vernachlässigung der Truppe war ein historischer Fehler, und diesen historischen Fehler wird diese Regierungskoalition jetzt korrigieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und musste da vorhin schon schmunzeln. Es war ja eine sehr steile These, die Sie aufgestellt haben. Man muss sich das nur überlegen. Also die schlechte Finanzierung der Bundeswehr in Deutschland lag an der Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten zwischen 2009 und 2013, als wir unter anderem den Bundesgesundheitsminister, den Bundesjustizminister, den Bundeswirtschaftsminister, den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder den Außenminister gestellt haben. Natürlich lag es nicht daran, dass die Union seit 2006 den Bundesverteidigungsminister gestellt haben und in Deutschland seit 2005 den Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Merz, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben den Reden gestern belauscht. Ich hätte Ihnen geraten, Sie hätten die letzten 16 Jahre zuhören sollen, was in diesem Deutschen Bundestag passiert ist. Das wäre sinnvoll gewesen, lieber Kollege. Wir dürfen, meine Damen und Herren, uns in Bezug auf die Auswirkungen dieses furchtbaren Angriffskrieges in Europa nichts vormachen. Alle Bereiche des zivilen und wirtschaftlichen Lebens sind auch bei uns von diesem Krieg betroffen. Wir sehen jeden Tag ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an den Bahnhöfen, meine Damen und Herren. Wir sehen Ukrainerinnen und Ukrainer in Bussen und Bahnen, in Unterkünften oder bei Freunden und Familien zu Hause, meine Damen und Herren. Und auch das will ich an dieser Stelle unterstreichen. Es ist daher eine ganz zentrale Aufgabe, den flüchtenden Menschen zu helfen und natürlich das auch bundesweit gemeinsam mit Ländern und Kommunen zu koordinieren. Ich bin stolz auf die Solidarität der Menschen in Deutschland. Auch das muss an dieser Stelle gesagt werden. Herzlichen Dank dafür, dass Sie dahinter stehen, diesen Menschen zu helfen in dieser schwierigen Situation. In diesen Tagen, auch in Bezug auf die Sanktionen, wird sehr viel auch über unsere Stärke gesprochen. Nach fast 4 Wochen Krieg muss man eines sagen: Die geopolitische Stärke des Westens, die geopolitische Stärke Deutschlands ist vor allen Dingen auch unsere wirtschaftliche Stärke. Wir müssen diese Sanktionen aufrechterhalten und verschärfen können, gegebenenfalls. Darüber wird jetzt ja bereits wieder gesprochen. Nur dann sind wir in der Lage, den Menschen in der Ukraine auch wirklich zu helfen. Wenn wir über den Konflikt in der Ukraine sprechen, müssen wir auch natürlich über die Folgen hier in Deutschland sprechen, meine Damen und Herren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Beschäftigten in Deutschland, dass die Unternehmen diese Krise gut überstehen. Dazu gehört auch, dass wir über die sehr hohen Energiekosten sprechen müssen, über die Heizkosten und über die Einkommenssituation der Menschen in unserem Land. Wir haben uns deshalb als Ampelkoalition bereits vor einigen Wochen politisch auf den Weg gemacht und erste Entscheidungen hier im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche getroffen. Wir verdoppeln den Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger, und wir unterstützen damit vor allen Dingen Menschen mit geringem Einkommen in unserem Land. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, das sage ich ganz deutlich an dieser Stelle. Wir werden die Pendlerpauschale anheben für alle Menschen, die jeden Tag auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren. Wir haben Einmalzahlungen für Bezieher von Sozialleistungen auf den Weg gebracht und einen Sofortzuschlag für Kinder aus sozial schwachen Familien eingeführt. Dazu kommen die Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages in noch nie dagewesener Höhe in einem einzigen Schritt und des Grundfreibetrages, meine Damen und Herren. Und diese Maßnahmen, weil ich die Zwischenrufe aus der Union gerade gehört habe, diese Maßnahmen werden wir sogar steuerlich rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres einführen, um das auch noch mal zu unterstreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann machen wir das, meine Damen und Herren. Doch darauf kann man auch ein Stück weit stolz sein. Und dann machen wir das, was die Union jahrelang nicht geschafft hat, was sie jahrelang in ihren Wahlprogramm stattstehen lassen, was sie jahrelang immer wieder aufgerufen hat, aber am Ende nicht wirklich durchgesetzt hat. Wir werden die Menschen insbesondere bei den Stromkosten entlassen. Diese Bundesregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Freien Demokraten, sie wird die EEG-Umlage für alle Menschen, für alle Unternehmen in Deutschland vollständig und für immer abschaffen, und das bereits zum 1. Juli diesen Jahres. Das ist ein Verdienst dieser Seite des Hauses, über das Sie in den letzten Jahren nur gesprochen haben, liebe Kollegen der Union.
dass die Energiekosten bei vielen Unternehmen bis zu mittlerweile 30% und darüber tragen, das ist leider keine Seltenheit mehr. Deshalb haben wir uns für die genannten Entlastungsschritte entschieden. Gleichzeitig müssen wir strategisch unabhängiger werden, insbesondere von russischem Erdgas, meine Damen und Herren. Und deshalb begrüße ich die Anstrengung, auch die aktuellen des Bundeswirtschaftsministers, auch andere Erdgasquellen jetzt zu erschließen. Das ist wichtig. Und entsprechend ist es auch wichtig, in Deutschland etwas zu tun. Und dabei denke ich natürlich an die LNG-Terminals, die beispielsweise der Bundeskanzler bei seiner Regierungserklärung bereits erwähnt hat. Die Standorte in Wilhelmshaven, in Brunsbüttel und als Niedersachse darf ich sagen, natürlich auch in Stade. Denn eins ist doch ganz klar. Danke, Kollege Klingbeil. Denn eins ist doch auch ganz klar, Deutschland wird auch zukünftig auf Energieimporte angewiesen sein. Und deswegen müssen wir jetzt die richtigen Infrastrukturentscheidungen treffen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle muss man eines sagen. Diese Koalition hat eine doppelte Hypothek geerntet. Nein, nicht geerntet, geerbt, Entschuldigung. Eine doppelte Hypothek geerbt. Auf der einen Seite eine viel zu starke Abhängigkeit Russlands bei Energieimporten und auf der anderen Seite, und deswegen haben wir bereits entlastet bei Energie, auf der anderen Seite historische, bereits vor der Ukraine-Krise, historische Belastung der deutschen Stromkunden, der deutschen Kunden für Gas etc. pp. Das waren zwei große Hypotheken, die wir jetzt bereinigen wollen, meine Damen und Herren. Unsere Botschaft lautet, wir lassen unsere Unternehmen und die Menschen in Deutschland bei der Frage der Energieversorgung nicht im Regen stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Arbeit dieser Koalition ist bislang bestimmt, insbesondere durch Krisen und durch die Folgen daraus. Doch wir machen uns natürlich auch Gedanken um die Zukunft, wie wir Fortschritt organisieren, wie wir mehr Fortschritt wagen, meine Damen und Herren. Nicht nur die Krisenbewältigung ist unsere Agenda, sondern wir richten den Blick nach vorne. Und ich will einen Punkt ansprechen, der in den letzten Jahren in Deutschland zu kurz gekommen ist. Und mein persönlicher Eindruck ist, es lag nicht an dem Koalitionspartner SPD in den vergangenen Jahren. Ich glaube, es ist jetzt die Aufgabe der deutschen Politik, insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheit in der Welt. Diese Bundesregierung wird das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft erneuern, meine Damen und Herren. Das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Wir werden uns um Gründerinnen und Gründer kümmern. Wir werden dafür sorgen, die Planungszeiten in Deutschland zu halbieren. In Deutschland gibt es 83 Millionen kluge Köpfe, die Lust haben, durchzustarten, die Lust haben, was mit ihrem Leben zu machen, die Lust haben, sich zu engagieren, ob ehrenamtlich oder im Beruf, meine Damen und Herren. Diese Art der Freiheit, die ich damit meine, das eigene Leben zu gestalten, daraus etwas zu machen und ja auch daraus wirtschaftlichen Erfolg zu ernten, meine Damen und Herren, dieses zentrale Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft muss jetzt im 21. Jahrhundert endlich erneuert werden, nach so vielen Jahren des Mehltaus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden das ja sehr konkret tun. Wir werden das tun, indem wir beispielsweise 4.000 Talentschulen gründen, meine Damen und Herren. Und wir werden das, und das ist mir ein Herzensanliegen, gerade als ehemaliger Landespolitiker, wir werden das machen, indem wir einen Digitalpakt 2.0 endlich auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Meine Fraktion hat in der vergangenen Wahlperiode der unionsgeführten Bundesregierung zu einer grundgesetzändernden Mehrheit geholfen, damit ein Digitalpakt endlich bei den Schulen ankommt. Und über Jahre ist nichts passiert. Ich erinnere mich sehr genau an die Reden der ehemaligen Bundesbildungsministerin an dieser Stelle, die schulterzuckend dastand. Und man hatte den Eindruck, sie ist Abteilungsleiterin in einem schlecht geführten Baumarkt nach dem Motto, das ist nicht meine Abteilung. Nein, das ist unsere Abteilung. Der Digitalpakt für Schulen, die Chancenfähigkeit, die Frage eben auch des sozialen Aufstiegs durch bessere Bildung, das werden wir jetzt gewährleisten. Auch das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die Bildungsfrage ist eine solche Frage in unserem Land. Und dafür bin ich Bettina Stark-Watzinger ausdrücklich dankbar, die das zur Chefsache gemacht hat. Als Koalition wollen wir in den kommenden Wochen deutlich machen, dass wir trotz der Pandemiebekämpfung, trotz diesen furchtbaren Krisen natürlich zusätzliche Mittel bereitstellen für die wichtigen Zukunftsaufgaben. Einerseits natürlich bei der Transformation auch unserer Volkswirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität. Richtig ist eben, und das will ich sagen zum Schluss, richtig ist, dass wahrscheinlich
Kaum eine Bundesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wahrscheinlich gar keine neue Bundesregierung, unter solchen Rahmenbedingungen gestartet ist. Eine Pandemie, ein Krieg in Europa, der zusätzlich zu all dem schrecklichen Leid der Menschen in der Ukraine auch noch unsere eigene Sicherheit hier in Deutschland bedroht, meine Damen und Herren, und gleichzeitig gigantische Zukunftsaufgaben bei der Digitalisierung, bei der Dekarbonisierung unseres Landes und das als letzten Punkt natürlich auch bei der demografischen Frage, die aus meiner Sicht eine entscheidende soziale Frage in den kommenden Jahren sein wird. Die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, Deutschland ist eines der ältesten Länder der Welt. Mein Vater ist 81 Jahre alt und sehr gesund, und ich freue mich darüber, dass Menschen in Deutschland gesünder älter werden. Das ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Und gleichzeitig ist es eine gigantische Herausforderung. Wir sehen das an den Zahlen, an den Zuschüssen im Bundeshaushalt von Christian Lindner in die gesetzliche Rentenversicherung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage der Demografie ist eine Frage des sozialen Zusammenhalts in Deutschland in den kommenden Jahren. Und wir werden das nicht allein aus eigener Bevölkerung schaffen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist ein Punkt zum Schluss richtig, weil ich vorhin auch über die Solidarität und Offenheit gegenüber geflüchteten Menschen aus der Ukraine sprach. Gleichzeitig und davon auch losgelöst in die Zukunft gedacht, müssen wir auch eine andere historische Aufgabe, Herr Merz, als Ampelkoalition lösen, zu der die Union in den letzten 16 Jahren nicht in der Lage war. Wir müssen aus Deutschland endlich ein modernes Einwanderungsland machen, meine Damen und Herren. Wir sind es unserem Wohlstand schuldig, ein weltoffenes Einwanderungsland, was unseren Wohlstand in Zukunft sichert und gleichzeitig die Globalisierung voranbringt und unseren Platz auch inmitten dieser weltoffenen Länder sichert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dem Bundeskanzler dankbar für die Rede heute Morgen. Und ich bin dem Bundesfinanzminister sehr dankbar für einen soliden Haushalt. Und das als letzten Satz, Frau Präsidentin. Bei der Frage der Schuldenbremse, ja, man kann unterschiedlicher Meinung in der Haushaltspolitik sein, aber bei der Frage der Schuldenbremse, um daran sich an Verträge zu halten, da traue ich Olaf Scholz und dieser Ampelkoalition um meilenweit mehr als dieser Oppositionsfraktion. Ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Matthias Mittelberg.